Hallo, ich bin die Barbara. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus München, bin auch gebürtige Münchnerin, auch wenn man es nicht hört, wie ich es oft zu hören bekomme. Ich mache hier auf dem Sinnflut einen Hundestand mit Hundeleckerlis, weil es mir wichtig war, dass endlich mal man weiß, was in den Leckerlis drin ist. Ich habe letztes Jahr auf einigen Märkten gearbeitet und hatte dann so die Vision, dass ich irgendwann in ferner Zukunft meinen eigenen Stand habe. Und da kam eben meine Kollegin noch danach dann mit dazu und hat gemeint, hey, ich hätte mal Lust auf was Neues. Und da habe ich das dann erzählt, so meine Idee, dass eben so der Hauptaugenmerk auf Hundeleckerlis und Hundepralinen liegen könnte. Und sie fand es so klasse, dass sie gesagt hat, hey, komm, mache ich mit dir. Mach mal. Ich habe schon immer gerne gebacken. Und dadurch habe ich mir dann einfach die Rezepte ausgedacht, ausprobiert, an meinem eigenen Hund getestet. Also der muss immer alles testen, was der nicht merkt, was der mir ausspuckt, geht nicht in Produktion. Und ansonsten hatte ich dann auch eine Hundeschule, wo ich es testen durfte. Was ich auch ganz gut finde, sind die Vitaltaler. Das ist so mehr, wer auf die Linie achtet von seinem Hund, beziehungsweise auch gerade für allergische Hunde gut geeignet, weil keinerlei Getreide mit drinnen ist. Also es ist nur Reispops mit drin, Sonnenblumenkerne, Sesam und Ei und damit eben wirklich sehr wenig Allergie anregend.